Hi, ich bin Timo und in diesem Video stelle ich das Training mit den Indian Club Belts vor. Du hast immer die Möglichkeit, mit einer oder mit zwei Club Belts zu trainieren. Ich fange jetzt an mit Übungen einer Club Belt und komme dann zu zwei Club Belts. Bei der Front Press greifst du die Club Belt am Griff, stabilisierst deinen Rumpf, deine Schultern und drückst direkt nach gerade vorne vor dich und wieder ranziehen. Nach 5 Wiederholungen wechselst du die Hände und probierst die Club Belt die ganze Zeit ohne Wackeln nach vorn zu drücken. Deine Schultern müssen die ganze Zeit stabilisieren und ausgleichen. Ist auf jeden Fall deutlich schwerer, als es aussieht. Die Kniebeuge mit der seitlichen Klappe ist eine tolle Übung, um die Schulter zu trainieren und gleichzeitig als Übungskomplex die Kniebeuge einzubinden. Klappe wird seitlich gehalten, wieder ganz stabil, ohne auszuweichen hier oben. Saubere Kniebeuge, über den Rücken wechseln. Probier die Klappe die ganze Zeit zu führen und nicht zu schwingen. Die seitlichen Schwünge sind eine tolle Übung für alle Spielsportarten, die rotieren müssen, aber auch für Kampfsportarten, Würfe etc. oder einfach jeden, der seinen Core ganz adäquat über eine Drehung trainieren möchte. Wenn du nach links schwingst, ist die rechte Hand vorne, wenn du nach rechts schwingst, die andere, ganz klar. Probier die gestreckten Arme zu halten und mit der Schulter mitzudrehen. Halte die Hüfte trotzdem stabil. Geh in die leichte Hocke, greif die Klappe. Und ohne großartig auszuweichen in der Hüfte und den Knien, schwingt die Klappe. Mit den Klappbällen lassen sich super die Schultern trainieren. Ich demonstriere jetzt mal ein paar Übungen mit zwei Klappbällen. Als erstes die Overhead-Schwünge gleichzeitig. Halte wie immer einen stabilen Rumpf, dass du dort nicht ausweichst und fang mit ruhigen Schwüngen vor und rück an und steigere dich immer weiter in der Höhe über den Kopf. Für einen besseren Grip empfiehlt es sich tatsächlich, Magnesium zu nutzen. Einfach auch aus Sicherheitsgründen ist das ein besseres Trainingsgefühl. In der nächsten Übung zeige ich dir die Windmühle rückwärts. Nutze dafür die 2 Kilo Clubbells, einfach weil die Schulter hier sehr hohen Kräften ausgesetzt wird und da würde ich eher mit kleineren Gewichten starten. Wie immer musst du deinen Rumpf festhalten. Und möglichst nicht nach links und rechts ausweichen. Ähnlich wie die Windmühle kombinieren auch die rotatorischen Sweeps toll die Beweglichkeit und Stabilität für die Schulter. Je nachdem, wo du greifst, an der Keule, kannst du die Übung unterschiedlich schwer machen. Ich fange mal mittig an. Arme strecken, komplett gestreckt halten auf Schulterachse. Die Hände kippen nach vorne,
Schulter rotiert und das Ganze in die Mitte wieder zurück und nach hinten weg. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar schöne Übungen zeigen, wie du mit den Klappbells trainieren kannst. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bei den Links gibt es mehr Informationen zum Produkt. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Training.